Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung, ich grüße euch. Aus gegebenem Anlass heute ein Video zum Thema, wie steige ich wieder ins Training ein nach einer Krankheit oder nach einer Verletzung. Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ich wieder ins Training einsteige, dann bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Mitten im Wald ein Schiefersteinbruch. Das ist krass, wenn man hier drüber läuft. Das klingt, als würde man in den Glascontainer reinspringen. Ja, wer meine Videos verfolgt hat, der hat gesehen, dass ich jetzt mit Erkältung zu tun hatte und zu kämpfen hatte. Ich war jetzt eine Woche komplett außer Gefecht gesetzt. Ich habe immer noch so ein bisschen einen rauen Hals und ein bisschen Schnupfen. Es kommt alles noch gut raus. Keine Ahnung, wo das Zeug alles herkommt, aber da kommt noch einiges. Wie ich jetzt wieder in mein Training einsteige, das möchte ich euch in dem Video gern erzählen. Ich nehme jetzt nicht meinen Trainingsplan her und gucke jetzt, welcher Tag ist heute. Und dann fange ich wieder voll an und greife da an. Es geht auch nicht von einem Tag auf heute. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin bis Sonntag krank und Montag geht es wieder voll los. Und ich mache an dem Plan oder an dem Tag weiter, an dem ich im Plan stehen geblieben bin. Es funktioniert auch nicht, dass ich irgendwas aufhole, was ich jetzt in der Woche verpasst habe. Ganz wichtig ist, jetzt langsam wieder reinzukommen, nichts zu überstürzen. Denn die Woche Ausfall, okay, Haken ran, schlimm genug, aber wir wollen es auf keinen Fall noch verlängern oder dass wir jetzt irgendwie in der zweite oder dritte Woche noch kommen. Wichtig ist wirklich, dass man sich auskuriert, dass man auf seinen Körper hört und ja, dann langsam wieder einsteigt. Ich habe es jetzt so gemacht, ich bin den ersten Tag eine Dreiviertelstunde auf der Rolle gefahren. Am nächsten Tag war ich schwimmen gewesen. Heute früh war ich 10 Kilometer laufen, da habe ich es noch ganz schön gemerkt, dass mir da noch was in den Knochen steckt, denn ich bin meine normale entspannte Geschwindigkeit gelaufen, 4,45er Pace war das und habe 10 Schläge mehr gehabt, obwohl es sich eigentlich nicht so hart angefühlt hat. Es hat sich eigentlich wirklich ganz entspannt angefühlt, ich war dann echt erschrocken, als ich daheim war, auf die Uhr geguckt habe und gesehen habe, boah, du bist jetzt mit dem 161er Puls im Schnitt gelaufen. Und auch 170 in der Spitze, also das sind sonst Werte, die laufe ich bei Intervallen oder sonst bei meinem langen, entspannten Lauf, wo ich in der Pace laufe, bin ich bei 145 bis 150. Also da merkt man schon noch, dass da mein Körper ein bisschen zu kämpfen hat und da noch was aufzuholen hat. Jetzt habe ich mich nochmal eine Runde aufs Crosserrad gesetzt, genieße hier entspannt eine Runde im Wald. Köschinger Forst gibt mir immer viel Kraft. Das ist eigentlich echt toll hier. Und beim letzten Mal habe ich hier diesen Schiefersteinbruch entdeckt. Und da bin ich jetzt mal rangefahren und jetzt ist auch gerade die Sonne da. Genieße jetzt meinen Tag. Man muss jetzt natürlich aufpassen, die Luft ist recht kühl. Darf das Ganze nicht unterschätzen, die Sonne scheint. Deswegen habe ich auch Ärmlinge an, habe mir ein Tuch dran gemacht, Weste angezogen, um da wirklich sicher zu sein und sicher zu gehen und nicht sich wieder was wegzuholen. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man jetzt langsam wieder anfängt, langsam wieder reinkommt, auf sich achtet, auf seinen Körper hört. Und dann wird das Ganze schon wieder.
Mein Plan jetzt sieht so aus: wieder jetzt die Woche entspannt nutzen, zum wieder ins Training reinkommen. Dann habe ich eine komplette Woche nochmal als Training und dann an dem Pfingstwochenende, an dem Samstag, starte ich in Kallmünz und nehme an einer olympischen Distanz nochmal teil, jetzt als kleiner Ersatz für den Ingolstadt-Triathlon, um da nochmal ein bisschen Material zu testen und zu gucken, wie alles funktioniert und auch ein bisschen härteres Training an dem Wochenende anzuschlagen. Da ist auf alle Fälle mein Ziel, topfit wieder an der Startlinie zu stehen, den Schleim im Hals definitiv los zu sein. Das ist jetzt das Wichtigste. Und dann geht's weiter. Das Hauptziel ist gar nicht mehr so lange hin. 2, 2,5 Monate sind es noch. In der Zeit möchte ich noch gut durchtrainieren und deswegen gilt es da, auf die Gesundheit zu achten. Dicke Hummel. An mir gibt es leider keinen Nektar zu holen. Genau, also hört auf euren Körper, fangt ruhig und langsam wieder an. Übertreibt es nicht. Definitiv nicht versuchen, irgendwas aufzuholen. Nehmt es hin, nehmt es gelassen. Es ist nicht aller Tage Abend, wie der rosa-rote Panther so gerne sagt. Ich komme wieder, keine Frage. In dem Sinn, hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt gern dabei und begleitet mich. Wir sehen uns wieder. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.